sehr gutes Aufschlagspiel der 24-jährigen. Das ist die Stärke der Mary Pierce, diese druckvollen. Aber auch Martin. Überkopf, die Französin sehr stark. Sehr stark gespielt von Martina Hingis. Ja, das war eigentlich ein Notreturn, den sie da spielen musste. Sehr gute, vor allem sehr präzise, lange. Ja, jetzt macht sie den Punkt. Martina Hingis. Gerade durch das Auftauchen der Williams-Schwestern wurde klar, dass heute mehr Athletik gefordert ist, um sich. Damals bei den French Open, verlor in zwei Sätzen gegen Arantxa Sánchez Vicario, hatte aber bis zum Achtelfinale nur insgesamt zwei Spiele abgegeben. Aber Anlass hier, Ulrich da oben auf dem Stuhl, mischt sich da nicht ein. Sehr stark von Hingis. Eine Chance für Mary Pierce, hier diesen Ballwechsel zu gewinnen. Französin Perm. Aber diesmal macht die Französin nicht Punkt. Taktisch kluger Aufschlag der Schweizerin, als sie da in die. Zu gewinnen. Sie halt die Übersicht
die sie nun schon besitzt in dieser noch wahrlich jungen Karriere. Im Spiel der Martina Hingis, ich habe es vorher schon mal gesagt, sie überzeugt beim Service vor allem durch Präzision und gute Länge. Den macht sie locker weg. Und Martina Hingis. Und da ist es dann passiert. Mary Pierce. Ja, das ist vielleicht. Übrigens hier in Filderstadt nachträglich zu ihrem 19. Geburtstag noch mal eine schöne Torte. Wie soeben. Die leider auch immer wieder im Doppel erfolgreich gespielt in den letzten Jahren. Die Beinarbeit, die Beweglichkeit der Mat. Die Siegerin des Porsche Tennis Grand Prix 99 steht fest und sie heißt einmal mehr Martina Hingis, die also nach 96 und 97 auch in diesem Jahr triumphiert und sich deutlich durchsetzt im Finale